Wir gehen jetzt in die Mykerinos-Pyramide, beziehungsweise gucken wir sonst erst von vorne, von draußen an. Wir sehen hier den Eingang bei der 1, dann geht es hier so einen schrägen Tunnel runter und im Grunde genommen alles, was wir hier sehen, das ist alles unterirdisch in den Stein gehauen worden. Also in der Pyramide, so wie ich es verstanden habe, sind keine Räume. Die Pyramide ist über dieses Raumsystem, was unterirdisch angelegt wurde, draufgestellt worden. Hier vor der Tempel der Mykerinos-Pyramide. Hier auch wieder ein kleiner Hinweis. Der Tempel endet ja hier an der Stelle. Wir sehen es, ne? Der berührt die Pyramide nicht. Und was wir aber sehen können, ist, zeige ich euch gleich auf Bildern, dass der Tempel bis an die Wand der Pyramide rangegangen ist. Hier ist noch interessant, dass die hier so ein, ja, wie soll ich sagen, so einen kleinen Balkon eingezeichnet haben, von dem man im Original jetzt überhaupt gar nichts mehr sieht. Und das sieht für mich schwer danach aus, als wenn auch hier mal ein Eingang war. Und vielleicht wird uns auch da wieder irgendwie ein bisschen was verheimlicht. Ja, es ist äußerst skurril, wie die hier das Gangsystem angelegt haben. Man hat hier einen Vorraum, dann kommt man hier durch so einen Gang durch. Hier hat man einen Hauptraum, einen etwas größeren, wo hier so ein schräger Gang abgeht, der hier in einen kleinen Flur führt und hier unten dann in diese Kammer rein, wo, glaube ich, auch mein Sarkophag drin stand. Und von der Kammer geht dann hier noch so ein kleiner Seitenkorridor ab in diese Kammer. Hier gehen zwei nach vorne und drei zur Seite. Und wenn wir jetzt wieder hier in dem Raum hier oben sind, kann man in einen weiteren Raum hier reingehen und hier dieses Verbindungsteil führt zur Decke der Kammer hier unten. Also hier ist wieder, hier ist eigentlich eine Kammer in eine Kammer gebaut worden. Axel Klitzke meinte hierzu noch, dass dieses ganze Gangsystem dafür da ist, dass dort auch Einweihungen stattfanden. Er erklärt auch ganz genau, welchen Einweihungsgrad wo durchgeführt wurde. Allerdings erklärt sich daraus nicht für mich diese doch seltsame Architektur. Warum muss man die Räume so verschachteln? Ja, aber das ist auf jeden Fall die einzige These, die ich kenne, die überhaupt irgendwo dazu geäußert wurde, dass halt hier zum Beispiel fünf Novizen liegen könnten in diesen fünf Kammern, die hier noch so seitlich abzweigen und der Meister dann vielleicht halt in der großen Kammer sitzt oder liegt oder ja, was auch immer. Vielleicht hat man sich auch irgendwie auf das Dach der Kammer in der Kammer begeben und dort irgendwas geredet, dass der unten in der Kammer liegende oder sitzende, sich aufhaltende, irgendwie Stimmen gehört hat. Also, ja, ich weiß es nicht. Das hier von Axel Klitzke fand ich auch noch sehr interessant, weil es das einzige Modell, der einzige Ansatz ist, den ich kenne, der irgendwo zumindest Sinn ergibt. Und zwar hat er gesagt, diese Volumen sind aus irgendeinem Grund wichtig, die hier erzeugt werden. Und wenn man sich jetzt anguckt, Höhe A zu Höhe B, also die Höhe von hier bis hier zu der Höhe von hier bis hier unten, die stehen im Verhältnis 12 zu 13. KI steht immer für Königselle, das ursprünglich verwendete Maß. Und wenn er jetzt die Volumen ausrechnet, kommt er dann halt auf diese 13,13 Kubik Königsellen für diesen Bereich hier und wäre doch eine interessante Vorstellung, wenn die nach diesen Grundprinzipien, also wie viel Volumen ein Raum hat, irgendwelche Ableitungen treffen, beziehungsweise damit dann schon Wissen vermittelt wird. Und ja, wenn dann jemand in diesem Raum ist, dann wäre es halt die Fähigkeit von ihm halt, das zu erkennen. Und wäre mal interessant zu gucken, wie die Volumenverhältnisse von diesen anderen Sektionen hier sind und auch das mit hier mit dem Dach, wo man auf dem Dach der Kammer in der Kammer ist, ob da auch solche Ableitungen zu treffen sind, die immer irgendwas mit der 13 zu tun haben. Das fand ich schon ganz interessant. Wir gucken jetzt von außen auf diese Ecke hier unten, das ist die Ecke, auf die wir gerade drauf gucken. Wir sehen, hier sind diese rauen Verkleidungsblöcke, von denen noch ein paar erhalten geblieben sind. Der Rest ist halt leider abgetragen oder runtergefallen. Und hier im Ansatz sehen wir schon den Taltempel. Quatsch, den Tempel. Der Taltempel ist ja unten, den hatten wir gerade. Das ist jetzt der Tempel der Mykerinos-Pyramide. So, hier fällt auf,
dass einige Steine geschliffen sind und andere sind noch rau. Dazu gibt es halt auch von Axel Klitzke die Überlegung, dass das im Symbolismus widerspiegelt vom rauen zum geschliffenen Stein, was mit der Freimaurer-Mythologie, nenne ich das mal, zu tun hat, oder Freimaurerlehre. Ja, und ich habe halt gedacht, die haben halt das hier glatt gemacht, um halt hier auch den Eingang sozusagen noch extra zu betonen. Was ein bisschen seltsam ist, dass hier wieder so eine Ecke drin ist und ich auch da ganz naiv gedacht hätte, wenn, dann mache ich halt hier sozusagen ein geschliffenes Rechteck und dann ist schön, ne? Weil man sieht ja auch der Stein zum Beispiel, der ist ja hier angeschliffen zur Hälfte und die obere Hälfte hier ist nicht angeschliffen, der da drüber genauso. Also man hat sich ja schon irgendwie was dabei gedacht, wie man diesen Bereich hier, der glatt geschliffen ist, gestaltet. Und hier sieht man halt, dass keine gerade Linie hingebracht wurde, sondern dass hier so eine Ecke ist, die da so reinragt. Das ist also unregelmäßig. Das ist kein Rechteck, was wir hier sehen, was geschliffen wurde. Und worauf ich noch hinweisen möchte, ist dieser Böbel hier, der hier rausguckt, der ist ja an sich schon eine Menge Arbeit, den so herzustellen. Und dazu habe ich ein Gegenstück gefunden, dass man hier ich bin jetzt hier auf einem Viertel der Höhe der Mykerinus-Pyramide und es gibt halt Steine, die haben diese Aussparung hier, die so Halbkreise nach unten. Und könnt mir gut vorstellen, dass der Verkleidungsstein, der da mal drauf saß, unten diesen Böpsel genau so angepasst hatte, dass der hier reinpasste und man noch einen zusätzlichen Verschiebeschutz hatte. Also nochmal einen Stabilitätsgrad höher. Hier sehen wir jetzt die Seite vom Tempel, also in dem Fall ist es die Ostseite der Pyramide. Auch dasselbe, wie wieder geschliffene Fläche und ungeschliffene Steine. Und auch hier die Kante nicht ganz so, das passt alles irgendwie nicht so richtig. So. Die Steine auch alle im Schräg, also kein rechter Winkel, alles schräg geschnitten. Jeder Stein ist wieder ein Unikat. Ja, also an dieser Stelle hier, wo die Wand so geglättet ist, ist auf der Zeichnung, die dort vor Ort angebracht war, noch dieser kleine Balkon eingezeichnet gewesen, in etwa hier so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch irgendwo noch ein Eingang hinter ist und der dann halt irgendwann wieder verschlossen wurde, damit man halt nicht in die eigentlichen Räume dieser Pyramide reinkommt. Auch hier nochmal zum Thema gegossene Steine. Wir sehen ja, dass auch das wieder alles Unikate sind. Hier ist der Winkel so schräg nach oben. Hier ist er so schräg. Also da muss man also für jeden Stein eine extra Negativform erzeugt haben. Dann haben wir hier diese Welle. Das sieht ja eigentlich eher so aus, als wäre hier mal der gesamte Stein auch hier rau gewesen. Und dann ist man mit einem riesigen Schwingschleifer gekommen und hätte das hier so einfach von links nach rechts geglättet, bis man hier aufgehört hat an dieser Kante. Und auch hier diese Steine mit dieser Fuge hier, das alles in der Negativform, naja, das ist schwer vorstellbar für mich. Auch hier sowas, wie hat da eine Negativform ausgesehen und wie hoch ist der Aufwand, für jeden Stein eine extra Negativform anzufertigen? Wir haben halt immer diese Denke im Kopf, dass wir irgendwas ökonomisch machen müssen. Und wir sehen aber hier, wie alles mit dem höchsten Komplexitätsgrad gebaut wurde. Und von daher, ja, bin mir da mit den Negativformen und dem Guss nicht so ganz sicher. Und wir gehen jetzt mal rein in die Pyramide. Wir sehen unten diese Kammer, von der ich gerade gesprochen hatte hier. Das ist der Raum, in dem wir sind. Relativ schmucklos. Ja, hier sehen wir den schrägen Gang nach unten. Das ist der hier auf das Dach von der Kammer in der Kammer führt. Und hier unten, der Gang nach unten, ist dieser Gang hier, der in die Kammer direkt dann reinführt. Auch hier wieder keine Hieroglyphen an den Wänden, weil hier meiner Meinung nach nie ein Ägypter drin war. Das ist der Gegenschuss. Wir blicken in den Raum, wir sehen hier oben noch einen kleinen Korridor. Der ist hier so angedeutet, der ist 6 Meter lang in etwa und endet aber blind. Da kommt da kein extra noch neuer Raum oder irgendwas. Alles, was wir hier sehen, ist in den unterirdischen Felsen gehauen. Ja, und hier sehen wir jetzt die Kammer unten, die abgefahrenerweise ein leicht gewölbtes Dach hat, was ich in keiner anderen Pyramide oder im Tempel gesehen habe. Also ein absolutes Kuriosum, dass es hier abgerundete Steine sind. Und hier ist es nicht so, dass die Seitenflächen
die Felswand ist, sondern die Seiten und die ganze Kammer ist in sich nochmal ausgekleidet worden mit Granit. Ja, das ist dieser Seitenraum, den ich eben noch erwähnt habe, wo hier zwei Kammern sind und hier drei Kammern, wofür auch immer. Das ist jetzt der Tempel, den wir, ja, wo wir noch wieder das Füllmaterial sehen. Und auch hier wieder die Größe, ne? Der Zollstock, 2 Meter. Also, ja. Es ist ein bisschen inflationär, dass ich so oft diese Größe der Steine zeige, aber irgendwie muss man sich das einfach immer wieder vergegenwärtigen, dass die da an verschiedenen Stellen in der Lage waren, Sachen zu bewegen, wo wir heute hier enorme Probleme hätten. Ja, hier, ne, auch wieder auch schon mehrmals gezeigt, solche Ecken, das ist halt kurios. Hier sehen wir halt diese Tempelwand, ich weiß nicht, ob das halt noch zum Plateau, also zur Pyramide gehörte oder schon zum Tempel. Hier der Gegenschuss und das ist halt, deswegen glaube ich halt, dass der Tempel wirklich bis ran ging. Das sieht halt hier schwer danach aus, wobei die Steine natürlich deutlich kleiner sind und natürlich auch nachträglich hätten angefügt werden können. Ja, nochmal der Schuss in die, vielleicht ist das auch die Rückwand vom Tempel gewesen. Na, weiß man nicht genau. So, und das ist jetzt in dem Tempel drin, ein zentraler Gang, der hier durch dieses, wie so ein Flur hier durchführte. Und der ist mit blauem Granit verkleidet worden. Aber was hier auffällt ist, die Vorstellung ist natürlich toll, dass man die Farbe der Gebäude über die Steine auf diese Weise halt unterschiedlich macht. Und hier sehen wir so einen Vorsprung von dem Kalkstein dahinter. Und die Rückseiten von diesen einzelnen Blöcken ist immer angepasst gewesen. Auch hier, wenn man jetzt von gegossenen Steinen ausgeht, dann hat man also eine Negativform erzeugt, die hier irgendwie völlig unregelmäßig ist, keine gerade Linie. Also dieser Block hier, ich weiß nicht, oder hier, der hat eine viel dickere Kante und auch so unregelmäßig. Das sieht eher fast so aus wie Knete, die man so aufeinander gesetzt hat, wobei ja auch dann die Innenfläche eigentlich wieder ein bisschen zu glatt ist. Also das ist hier doch irgendwie alles sehr kurios und meiner Meinung nach auch mit dem Guss nicht so einfach zu erklären. Auch hier sieht man, hier ist die Kante von dem Steinblock ein bisschen dicker, die wird dann hier ein bisschen dünner, die hier passt wieder nicht zu der hier, das ist so ein bisschen unegal. Also ja, also die Gusstheorie auch hier ist schwierig, finde ich. So sehen hier die Fugen aus, also schon ein bisschen gröber, als was wir da im Taltempel gesehen haben. Aber auch noch gut. Wir sehen hier die Chephren-Pyramide im Querschnitt. Ein Viertel der Verkleidung der Höhe war mit Rosengranit ausgekleidet, hier zu sehen. Und von der Verkleidung wohlgemerkt, das Füllmaterial war Kalkstein. Und die Außenverkleidung war auch Kalkstein, so ab einem Viertel der Höhe. Ja, das Pyramidion fehlt, man weiß nicht, aus welchem Material das war, da gibt es verschiedene Thesen zu, kann ich aber jetzt nicht genaueres zu sagen. Unten der Sarkophag, wo ist die Maus? Hier ist die Maus, unten der Sarkophag, war in den Boden eingelassen und was hieran noch ein bisschen seltsam ist, ist, dass die diesen Tunnel hier unterirdisch angelegt haben, obwohl der ja nur relativ knapp über dem Boden ist. Also man hätte auch einfach, oder viel einfacher wäre es gewesen, hier einfach einen Schacht zu bauen, der oben offen ist und den dann oben zuzulegen mit entsprechenden Deckplatten. Hat man aber nicht gemacht, man hat halt durch den Boden hier den eckigen Tunnel getrieben in die sogenannte Grabkammer hinein. Und hier, da waren noch Teile von den Böden auch mit rotem Granit ausgekleidet. Was ich hier noch ein bisschen skurril finde, ist, dass dieser Eingang hier zugemauert wurde. Hier sieht man das nochmal ganz gut, auch mit, also definitiv aus der Neuzeit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich war 1998 schon mal dort und auch in dieser Pyramide und meine mich zu erinnern, dass ich diesen Gang hier runtergelaufen bin und es dann in diese Horizontale ging. Ja, da habe ich jetzt nicht weiter geforscht, aber das hätten die also dann nach 1998 verschlossen. Früher bin ich da mal durchgegangen, bin ich der Meinung. Das finde ich halt seltsam, dass man solche Gänge dann schließt. Ja, ich habe damals natürlich nicht den Blick gehabt für irgendwelche Skurrilitäten und so, aber was mir hier noch auffällt, die beiden Eingänge scheinen doch recht untereinander zu sein.
Wobei der untere laut dieser Zeichnung ja dann der hier sein müsste, der so in die Pyramide reingehackt wurde. Und man hat dann zufällig, ja, großer Zufall, ist man hier abgeknickt, ist nach unten gegangen und hat dann hier den Durchbruch zu den ursprünglichen Gängen gefunden. Jetzt gucken wir auf die Chephren-Pyramide von dem Feld der Mastabas. Das ist hier unten, dieses sind ganz viele Gräber. Und die auch für mich eindeutig zu sehen anhand dieser Steine hier, ein Relikt der alten Kultur, der Hochkultur. Das war wohl so hier oben auf diesem Plateau, das durch diese Steine hier gebildet wurde, war ein 20 Meter tiefes Loch und da waren dann die Gräber drin. Was hier halt natürlich wieder seltsam ist, wieder geschliffene Steine und raue Steine. Und hier drei raue Steine an der Ecke, die so als einzelne da sind. Also es ist, erschließt sich mir nicht ganz das Konzept, was dahinter steht. Wann ist ein Stein an der Fassade rau und wann ist er glatt? Hierzu hat jemand geschrieben, ich lese mal ganz kurz vor, dass die Spitze nicht aus Kalkstein, sondern laut Dieter Vogel aus Rosenquarzgranit sein müsste. Dr. Stehle, Dozent am Mineralogischen Institut der Universität Heidelberg, schreibt hierzu in einem Brief an Dieter Vogel am 13.05.97, weiße Kalksteine verfärben sich nach einiger Zeit, sie werden grau bis schwarzgrau durch Algenbefall. Synesis Magazin Nummer 6, 2012. Ja, das fand ich ja auch eine interessante Äußerung. Hier habe ich mal ein Bild eingefügt von diesem Gesteinskundebuch von Rosenquarz. Passt von der Farbe natürlich auf jeden Fall auch sehr gut dazu. Ist auch so hell und cremefarben. Ja, ich weiß nicht, ob Rosenquarz und Rosenquarzgranit dasselbe ist. Also Rosenquarzgranit konnte ich in dem Buch nicht finden. Und dieses Bild hier, ja, ist halt von Rosenquarz. Es gibt auf jeden Fall Granit, der auch hell ist und so cremefarben wie die Spitze dort. Und da ja auch das letzte Viertel, das untere Viertel, mit rotem Granit verkleidet war, halte ich es also durchaus für möglich, dass der Rest auch mit Granit verkleidet wurde. Ja, und die These, dass Kalkstein halt schon nach kurzer Zeit schwarz-grau durch Algenbefall wird, habe ich noch nie gehört, fand ich aber interessant. Ja, wie gesagt, ich bin kein Geologe, ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht überprüfen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn das da oben, also wir reden hier von der glatten Verschalung, wenn das hier kein Kalkstein ist, wie es überall postuliert wird, sondern Granit. Hier nochmal der Boden der Chephren-Pyramide, wo man unten die Granitblöcke sieht mit dem roten Granit, die halt sozusagen bis zu einem Viertel der Höhe reichten. Ja, das ist mal so ein Seitenelement, um mal auch die Dimension zu zeigen. Und was wir hier sehen, diese Aussparungen, die sind aus der Neuzeit, die wurden halt später irgendwann da reingehämmert, um einen Block davon abzutrennen, der ein bisschen handlicher ist als das Gesamtteil. Und das Ding ist auch immer noch ziemlich glatt. Ja, hier dasselbe, wir haben den Tempel der Chephren-Pyramide, die Dimension, das Prinzip, alles wie gehabt. Das ist einer der größten Steine, die wir da irgendwie ausfindig machen konnten. Das sind irgendwie 7,20 Meter, 3,60 Meter und 4 Meter tief in etwa. Was halt hier auffällt, das sieht ja aus, hier sind so Aussparungen, so rechteckige, hier ist so eine rechteckige Aussparung, als wäre das als würden wir uns in einem Steinbruch befinden. Und ja, da auch hier kann man davon ausgehen, dass die Verkleidungsblöcke, die wahrscheinlich bis hierhin gingen, also hier waren halt die Verkleidungsblöcke davor, von hinten entsprechend wieder diesen Aussparungen hier angepasst wurden. Auch wieder, ne, enormer Aufwand, aber ultra stabil. Und hier, so eine Aussparung wie hier, das war ja wahrscheinlich mal ein Block, der hier rausgeschnitten wurde aus diesem hier. Und auch wieder mit so einem unteren Teil dran, wie wir das im Osirion gesehen haben, was halt die Verzahnung zu dem Block darunter ermöglicht. Und ja, also es sieht wirklich aus, ne, als hätte man ein Stück vom Steinbruch genommen und gesagt, ach naja, das ist ja groß genug, stellen wir einfach hier hin und machen die Verschalung drumherum. Ja, also wenn das hier gegossen wurde, dann würde ich davon ja gerne mal die Negativform sehen. Das halte ich für ausgeschlossen, dass das Ding hier gegossen wurde. Das, wie ich ja eben schon gesagt habe, das sieht aus wie aus einem Steinbruch, einfach ein Teil rausgeschnitten, hier hergestellt und dann verschalt. Und ja, das mit der Gussthese, das ist ja ganz schön,
Aber das geht halt nicht bei allen. Und das, also hier funktioniert es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Das ist noch mal kurioser als das, was wir eben schon hatten mit der Verkleidung, weil wir sehen einmal eine Wölbung nach hier, so, und wir sehen eine Wölbung hier. Also in zwei verschiedenen Tiefen. Das ist, ja, was soll ich sagen? Also meiner Meinung nach wirklich nur mit Hochtechnologie zu machen. Schaut euch mal an, wie parallel das hier alles ist. Da sind keine Dellen drin oder ja, Macken. Wir sehen jetzt das, was vom Tempel der Cheops-Pyramide übrig geblieben ist, nämlich der Boden vom Innenhof. Ja, wieder relativ schwere Steine, bei denen halt sehr gut zu sehen ist, wie die Steine von unten dem Boden angepasst wurden, wie man hier ganz gut sehen kann. Ja, so als hätte man die drauf gegossen. Es ist, ja, leider nur der Fußboden von dem Innenhof des Tempels erhalten geblieben, da ist also nichts mehr drumherum. Wie ich es gerade schon sagte, sieht aus wie drauf gegossen und da bin ich mir sogar schon fast sicher, dass es drauf gegossen wurde, weil es halt dem Untergrund so extrem gut angepasst wurde. Also das mit der Gussgeschichte, das scheint an einigen Stellen zu funktionieren, an anderen Stellen wiederum nicht. Das ist doch hier eine Stelle, wo ich denke, da funktioniert die Gussthese sehr gut. Hier nochmal eine schöne Illustration von dem Jean-Claude Golvan. Was mich hier ein bisschen wundert, ist, dass er den Fußboden nicht dunkel eingezeichnet hat. Also er hat ja sonst immer sehr viel Detailverliebtheit an den Tag gelegt und hier, das hat er irgendwie so ein bisschen ignoriert. Warum auch immer. Aber auch hier sieht man wieder, dass der Tempel an sich mal von außen doch ein recht schmuckloser Kasten war. Also, ja, vielleicht auch eher ein Funktionsgebäude. Keine Ahnung.